Ja, jetzt uns musst du es auch nochmal erklären. Wo kommt der Name Tanga her? Wie gesagt, ganz unspektakulär. Ich bin ja hier halb so bei meinen Spielerkameraden in Mülheim aufgewachsen und ja, mit 16 trinkt man halt auch mal ein Bier, bevor man feiern geht und dann sind wir halt in die Kabinen duschen gegangen und Alex Samen hat halt einen viel zu kleinen, ja, so einen Liebestöter an halt, was man früher so trug vor gut 20 Jahren und habe ich mich darüber lustig gemacht. Ich brauchte noch einen Spitznamen und dann meinte er halt, Tanga, das ist ein ganz witziger Name. Wie gesagt, ganz unspektakulär, alle fanden es prima und dann hieß ich Tanga. Keine Chance mehr, das war der Name. So. Muss ich mir mit abfinden. Okay, prima. Kommen wir zum Event. Heute ein bisschen geschwitzt, hast du, sieht man. Wie empfandst du das Ganze so? Ja, unbeschreiblich. Also das ist ja das beste Geschenk, was eine Mannschaft einem machen kann. Für mich die größte Anerkennung, was sie sich für Gedanken gemacht haben, wie sie es organisiert haben hier, wie der ganze Club sich darauf gefreut hat. Hier war ja richtig viel los, die Halle war voll und alle hatten unheimlich viel Spaß. Und da haben wir noch richtig gut gegengehalten mit den All-Stars, obwohl einige wirklich die letzten 10 Jahre keinen Schläger mehr in der Hand hatten. Hatte ich ja ein bisschen Bammel, aber war ja richtig schönes, unterhaltsames Spiel und ja, hat richtig Spaß gemacht, war richtig toll. Also besser geht's nicht. Da werden wir mal echt geile Tore auch haben im Zusammenschnitt, bin ich ziemlich sicher, was ich so gesehen habe. Und jetzt haben wir mal so in so Rückblick, Uhlenhorst Mülheim, das ist ja ein echtes Kapitel für dich gewesen. Was war denn für dich so das prägnanteste Erlebnis? Ja, also das schönste Erlebnis war definitiv natürlich jetzt der Meistertitel ohne Frage, Anfang des Jahres 2014 in der Halle. So viele Jahre durch Tränentäler gemarschiert. Ich bin ja einer der wenigen, der zweimal abgestiegen ist im HTC Uhlenhorst, der es geschafft hat. Hab allerdings auch geschafft, zweimal wieder aufzusteigen mit den Jungs. Und ja, man hat sich so langsam immer weiter nach oben entwickelt und ich denke mal, irgendwann auch verdient, den Meistertitel zu holen. Und das, sag mal, die schwierigen Jahre haben wir eigentlich gezeigt und das, wie viel man eigentlich das noch mehr wertschätzen kann, diesen Meistertitel. Und ja, das war eigentlich wirklich sagen das schönste Erlebnis auf jeden Fall. Also neben dem Tor, was ich einmal, ein Feldtor, was ich gemacht habe gegen Rot-Weiß Köln, im was war das, Viertelfinale oder was, in der Nachspielzeit. Also das war ja wirklich astrein. Dieser DM-Titel aus dem letzten Jahr in der Halle, der hat zusätzlich noch was ganz Besonderes. Du weißt was? Was Einzigartiges. Herr Uhlenhorst hat er noch nicht so oft gemacht, ne, in der Halle. Ne, das ist schon ein paar Jahre her, aber Einzigartiges? Ja, Hockey 5. Richtig, der einzige Titel, den es im deutschen Hockey und je im Hockey 5 gegeben hat und wahrscheinlich nie wieder geben. Ja, hat ja auch was. Also ich meine, weiß ich jetzt nicht, ob man stolz drauf sein muss oder so. Ich meine, das hat ja nicht so viel Anklang gefunden. Wir hatten es halt, sag ich mal, insgesamt am besten verstanden, das umzusetzen mit dem Team. Haben sehr gut in der Defensive gestanden, Köln ja auch. Ich meine, der Benny West hatte das ja nach dem Spiel auch gesagt, also die beiden defensiv stärksten Mannschaften haben sich da durchgesetzt, denke ich. Und attraktivste war es nicht, das weiß ich auch. Aber egal, wir haben einmal den Titel gehabt und das ist das Wichtige für mich. Ne? Egal. Was ist jetzt für dich Hockey nach dem Abschiedsspiel heute? Schön zum Zuschauen, genießen. Bei den Herren läuft es ja auch sehr gut, kann man sehr gut hingehen und ja, mit der Familie genießen. Und selber noch spielen? Vielleicht aus Spaß bei Spaßtruppen oder zweiten Herren mal aushelfen. Aber bei den Herren, also bei den ersten Herren nicht mehr. Nein, eigentlich nicht, nicht geplant. Und jetzt heißt es wahrscheinlich auch noch genießen. Jetzt gibt es eine ordentliche heiße Milch mit Honig mit allen. Ja, auf jeden Fall. Also jetzt auf jeden Fall erstmal ein paar Pilz mit den Jungs in der Kabine. Und dann mal schauen wir dann, wie schnell auf härtere Sachen umsteigt. Ich hoffe, ich werde da verschont erstmal. Alles klar, alles Gute dazu. Danke dir. Okay. Thilo, Uhlenhorst Mülheim ist ja nicht irgendein Verein. Wer da ein Abschiedsspiel bekommen will, der muss ja schon irgendwas geleistet haben. Ich glaube, man wird hier schneller deutscher Meister in der Jugend, als dass man so ein Abschiedsspiel bekommt. Also, was zeichnet den Tanga aus, dass er ein solches Event bekommt? Ja, da hast du vollkommen recht. Das bekommen nicht viele Spieler. Ich glaube, der letzte war Tim Leusmann, davor in langer Zeit, glaube ich, gar keiner. Ja, Tanga ist einfach ein so super verdienter Spieler hier in dem Verein. Also er hat seit 1999 in Herren gespielt, hat alles mitgemacht, von vielen Tiefschlägen bis hin zur deutschen Meisterschaft schlussendlich. Ja, wenn einer es verdient hat, dann ist Tanga. Und ich bin froh, dass wir so einen tollen Abend heute hinbekommen haben. Gibt es denn auch irgendwas an ihm auszusetzen? So mal vielleicht mit dem Augenzwinkern oder was auch immer? Ja gut, wer Tanga kennt, der weiß, er redet viel. Er redet viel und gerne, aber das ist eigentlich nicht unangenehm. Also Tanga ist, glaube ich, ein super, super netter Zeitvertreter. Und ja, da gibt es wenig dran auszusetzen. Ist ein super Typ.
Alles klar. Danke. Ja. Wie du dürfen da jetzt mitspielen. Wie findest du denn das? Finde ich unfassbar. Ich habe mich auch total über die Einladung gewundert. Aber ja, hat ja gut geklappt noch, ne? Ja gut, ich meine Oberliga. Ich trainiere auch eine Oberliga manchmal in Spielzeit. Also es ist absolutes Low Level, oder nicht? Ne, es geht. Also so schlecht sind die Gegner da auch nicht. Also letzte Woche haben wir gegen Tommy T gespielt. Okay, der ist auch im fortgeschrittenen Hockeyalter, aber an sich trifft man da viele bekannte Gesichter von früher. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, Weltmeister, Olympiasieger, alles zusammen, unfassbar viele Länderspiele für Deutschland und heute dennoch gute Tore geschossen gegen einen ordentlichen Gegner. Davon noch überrascht oder? Ja, hin und wieder treffe ich auch nochmal einen Ball. Aber es hat, ja, war hauptsächlich so, dass es nochmal total Spaß gemacht hat, mit den alten Kollegen aus Mülheimer Zeiten zusammenzuspielen. Mit dem Jan habe ich ja viele Jahre hier in der Jugend in Mülheim verbracht und auch die ganzen anderen Konsorten wie Alex Samel und so weiter. Das war einfach nochmal total schön, hier in der alten Uhlenhorster Halle so ein Spiel zu machen. Von daher war das Sportliche jetzt, sage ich mal, ein bisschen nebensächlicher, dass man dann nochmal hin und wieder ein kleines Kabinettstückchen zeigt. Hier, wie der Alex das Ding da in den Winkel haut, ist halt auch eine Sensation. Von daher, alles gut, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Meinetwegen hat er den Spitznamen Tanga, so haben wir eben erfahren. Das ist richtig, ja. Aber ich weiß nicht warum. Also die Erklärung musst du ihn fragen. Musst du Hockey-Videos gucken, da erklären wir es. Ah, das ist gut, machen wir. Fiese Jahre gab es nicht am Uhlenhorst. Wir hatten ja ein paar schöne Jahre, viele Jahre. Also zur Erinnerung, für die, die schnell vergesslich sind, 2,5 Jahre ist es her, der Olympiasieg. Jan-Philipp Rabente mit dem Prädikat Goldtorschütze. Was ist denn so deine Verbindung zum Tanga? Es ist einfach, ich habe jahrelang mit ihm zusammengespielt hier am Uhlenhorst. 9 Jahre lang, glaube ich. Und ist in meinen Augen einfach ein riesen Welttyp, ein Riesentyp. Sehr zuverlässig, sehr loyal und super Hockeyspieler. Also wirklich hat alle Skills, die man braucht. Und ja, auf ihn kann man sich einfach verlassen. Gut, du kennst ja auch ein bisschen mehr. Ihr teilt euch ja die Zimmer bei den Auswärtsspielen. So habe ich das eben gelesen. So hat man es mir erklärt. Haben wir früher. Also ich spiele jetzt nicht mehr in Mülheim, aber wir haben uns immer die Zimmer geteilt. Und ja, ist ja so ein aufgeregter Typ gewesen, der vorm Spiel nicht so viel schlafen konnte und immer super früh zum Frühstück wollte und musste ihn ab und zu mal ein bisschen ruhig halten. Aber ja, ist mittlerweile ja sehr, sehr erfahren und hat auch international gespielt und auch A-Kader gespielt. Und von daher, also ja, ein super Typ. Also Christian Blasch, derzeit Deutschlands bekanntester, erfolgreichster Schiedsrichter. Und man meint, man kennt jeden Spieler in der Szenerie, aber das Besondere mit Tanga ist, dass du ihn noch nie gepfiffen hast. Nee, das ist halt, sagen wir mal, viele Spieler kennt man mittlerweile über die Jahre, weil ich schon seit 20 Jahren fast dabei bin, aber da ich vom Uhlenhorst komme, ist es halt so, dass man den einen oder anderen natürlich noch nie gepfiffen hat. Und Tanga oft gesehen, auch oft am Club getroffen und auch mal Bier zusammen getrunken, aber auf dem Feld haben wir uns noch nie irgendwo oder noch nie Berührungspunkte gehabt. Dann hast du ja heute heute ein Debüt gegeben, trotz deiner Erfahrung. Auf jeden Fall, genau. Das war auf jeden Fall ein Debüt, das stimmt. Ja, wie hat er sich so benommen als Spieler? Eigentlich so wie man Tanga kennt. War immer sehr sportlich, sehr fair, sehr freundlich. Und wenn er mal gemeckert hat, fand ich eigentlich als Außenstehender, hat er meist auch ein bisschen recht gehabt. Also ist einer der sehr sympathischen Spieler. Okay, vielen Dank. Also eigentlich, wir fanden ja, das ist ja eine ziemliche Frechheit, den 7 Meter zweimal ausführen zu müssen. Ja gut, aber der Christian Blasch hat mir eindeutig angezeigt, dass der Torwart sich zu früh bewegt hat und da muss ich eine Wiederholung machen. Ne? Das gibt das Regelwerk so her. Ne? Ja gut, okay. Zwischendurch kamen ja auch mal Pfiffe. Du hast ja auch mal eine richtige Entscheidung getroffen und dann hat man dir gesagt, ach, hättest du das doch lieber nicht getan. Ja gut, ich habe natürlich heute viel mit Glück arbeiten müssen. Man hat hier vorher ein paar Bier getrunken und da sieht man halt nicht alles. Ne? Aber mit Karten hast du ja heute richtig gespaßt. Die haben gespart, die haben ja richtig gemotzt wie die Säue und so weiter. Ja, das ist das Problem gewesen, dass ich sie vorher hier vorne am Zeitnehmerpult abgelegt habe und habe sie halt vergessen. Passiert manchmal. Für dich ist es auch ein Debüt, genauso wie für Christian. Das Besondere ist, auch du bist von Uhlenhorst Mülheim. Da hat man ja nicht nie die Gelegenheit, obwohl man das ja nicht so glauben mag, man pfeift die Spieler gar nicht. Den Tanga hast du noch nie gepfiffen. Ich habe in den Freundschaftsspielen gepfiffen, aber in der Meisterschaft natürlich nie. Tanga ist halt so ein indirektes Uhlenhorster Eigengewächs, kommt ja aus Fellbad, wenn ich mich richtig entsinne. Ist früh zu uns gekommen und ich hatte mit dem 81er Baujahr damals die ganzen deutschen Meisterschaften zusammen. Und da war es halt so, dass ich halt bei den deutschen Meisterschaften immer so ein bisschen ausgezählt war, weil die Jungs halt regelmäßig im Endspiel gestanden haben. Okay, vielen Dank.